Wir sind also tatsächlich jetzt einen großen Schritt vorangekommen. Der Haushaltsausschuss hat 30 Millionen jetzt einmal zur Verfügung gestellt. Das ist keine allzu große Summe, aber sie gibt den Einstieg. Ich habe mit der zuständigen Ministerin, Frau Hendricks, bereits gesprochen. Die wird nun ein Programm auflegen. Und wir werden dann im Herbst beginnen können, dass die ersten Sicherungsmaßnahmen bezuschusst werden, Fenster, Türen, und zwar eben die Materialkosten, weil die Handwerkerkosten ja heute schon von der Steuer abgesetzt werden können. Also wir haben Wort gehalten, es wird etwas getan, um den passiven Einbruchsschutz zu verbessern.